alles heißt Mama. Der Vogel, Mama. Der Kuchen, Mama. Dein Daddy, Mama. Wenn du erwachst, Mama. Wenn du schlafen gehst, Mama. Mama in allen Tönen und Farben. Aber deine Welt verfärbt sich mit der Zeit und die Dinge tragen ihre eigenen Namen. Irgendwann weißt du, dass nicht die ganze Welt Mama ist, dass der Vogel Vogel heißt, dass Mama nur ein kleiner, blauer, stiller Ort ist, der dich für immer wärmen und schützen möchte, den du aufsuchen kannst, wann immer du willst. Meine Urgroßmutter mütterlicherseits hatte 6 Kinder, meine Großmutter 3, meine Mutter 3. Ich habe schon mit 2 alle Hände voll. Meine Großmutter macht alles selbst. Die Socken, die Gürzi, die Decken und Röcke und Baby. Welche Ansprüche deine Zeit an dich als Mutter gestellt hat, Grossi. Und welche Ansprüche unsere Zeit an uns neue Mütter stellt. Vieles hat sich verändert, das Mutterbild stets im Wandel der Zeit. Zur Mutterrolle zwischen Tradition und Aufbruch schreibt die Künstlerin Louise Bourgeois: Da war ich nun eine Frau und Mutter und ich fürchtete mich vor meiner Familie. Ich fürchtete mich davor, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Meine Mutter hatte ihre Rolle verstanden und fürchtete sich nicht vor den Ansprüchen. Ich verstand meine Rolle nicht und ich fürchtete mich davor, sie nicht gut genug zu spielen. Ich denke an die Mütter der Bibel. Ob auch sie schon fürchteten, den Ansprüchen ans Muttersein, die ihre Zeit an sie stellte, nicht zu genügen. Da ist die erste Menschenfrau Eva, Chava, Leben. Im Gegensatz zum negativen Eva-Bild der christlichen Tradition wird Chava in der jüdischen Tradition als Mutter alles Lebendigen hochgeschätzt. Da ist Jochebed, die Mutter Mose, die ihren Erstgeborenen in einem Körbchen auf dem Fluss aussetzt, aus Angst, dass er getötet werden würde. Da ist die alleinerziehende Magd Hagar, die mit ihrem Sohn Ismael von Abraham in die Wüste verbannt wird.
und Lea, die zwar Kinder bekommt, aber nicht die Liebe Jakobs. Und die Mutterbilder der Bibel reichen weiter über Eva, Hagar oder Lea hinaus zum Bild Gottes selbst als Mutter. Bilder von Gott als Mutter sind in der Bibel selten. Im Neuen Testament erscheinen sie überhaupt nicht, in der hebräischen Bibel vereinzelt. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten und getröstet werdet ihr in Jerusalem, heißt es in Jesaja 66, Vers 13. Gott tröstet wie eine Mutter, Gott verspricht, den Menschen nicht zu vergessen, so wenig wie eine Mutter ihren Säugling vergisst. Gott wärmt, umsorgt und ernährt, wie eine Mutter ihr Kleinkind. Und trotzdem ist Mutter in den großen Bibelübersetzungen nur ein Bild von Gott, nirgends aber eine Anrede Gottes. Warum beten wir, wenn der biblische Gott mit einer Mutter verglichen wird? Warum beten wir nicht auch zu unserer Mutter im Himmel? Kann man nicht nur am Muttertag zurechtfragen. Welche Gottesbilder hat die männliche Autorschaft der Bibel zu stärken versucht, wenn sie Gott als Vater, nicht aber als Mutter anspricht? Die Bibel in gerechter Sprache übersetzt den Anfang des Vaterunsers mit den Worten: Du Gott bist uns Vater und Mutter im Himmel, dein Name werde geheiligt.